Ich bin's wieder, Fräulein Valentin. Und heute brauchen wir für unsere Sportstunde nur ein paar Pantoffel. Ihr nehmt euch einen Pantoffel und dann bin ich mal gespannt, ob ihr den balancieren könnt auf euren Körperteil. Fangen wir mit dem Fuß an. So. Wir zählen bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Geschafft. Versuchen wir es mit der Handfläche. Und wir zählen wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, auch geschafft. Jetzt ein bisschen schwieriger. Der Ellenbogen. Ah. Oh nein! Müssen wir es halt nochmal versuchen. Los. 1, 2, 3, 4, 5. Die Schulter. Das wird schwierig. 1, 2, 3, 4, 5. Auch geschafft. Schafft ihr denn auch den Kopf? Mal sehen. Ihr könnt es mit eurem Pantoffel versuchen, aber vielleicht auch mit dem Pantoffel von Papa oder Mama. Dann wird es schwieriger. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, auch geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Schaffen wir das auch, alles zu den Pantoffel zu balancieren, wenn wir uns im Kreis drehen? Schauen wir mal. Legen wir den Pantoffel wieder auf die Handfläche und drehen uns im Kreis. Super. Jetzt die Schulter. Auch geschafft. Und der Kopf? Super. Könnt ihr denn auch in die Knie gehen, während ihr einen Pantoffel auf dem Kopf habt und vielleicht den zweiten auf der Handfläche? Schauen wir mal. Ah, und wieder hochkommen. Super. Versuchen wir jetzt noch einmal beide Pantoffel auf dem Kopf. Wird schwierig. Wird schwierig. Klappt das? Ja! Und wir versuchen uns zu drehen. Ja! Das war knapp, aber wir haben es geschafft. So, versucht das mal alle zu Hause. Vielleicht klappen manche Sachen, vielleicht nicht. Das ist auch nicht schlimm, dann versucht man es nochmal. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!